Hallo Leute, liebe Zuschauer. Wisst ihr, was Cosplay ist? Also, ich setze euch mal unten einen Link von Mia Cosplay Germany. Mia Cosplay Germany unterstütze ich schon seit etlichen Jahren, lieben gerne, weil sie mir am Herzen liegt. Und da habe ich auch schon mal einen Jinx-Zepper gemacht, das heißt von aus dem Computerspiel quasi ist da eine Figur, die Jinx, und die hat dann richtig tolle Wummen. Ja, und so eine habe ich mal für sie gebastelt aus Holz, und da kann ich auch noch mal kurz einen Link von meinem Video-Tutorial dazu packen. Also unten, unterhalb des Videos. Ja, von einer Freundin von Mia Cosplay Germany habe ich erfahren, dass sie eine Katana oder ein Katana machen möchte. Das sind ihre Skizzen, die finde ich ganz toll. Und da sind sehr viele Details mit drauf, unter anderem das Stichblatt und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt auch mal die Katana nachgezeichnet. Die wird knapp 1 Meter lang. Das heißt, ich muss mal überlegen, wie ich die säge, an welcher Dekupiersäge. Und da mir sowieso das MGT Nummer 5, mein Lieblingssägeblatt von Pegas, ausgegangen ist, werde ich dann mal auf so ein altherkömmliches zurückgreifen, welches da nicht mehr lotrecht sägt. Quatsch, lotrecht nicht, sondern fluchtgerade sägt, sondern so ein bisschen schräg sägt. Und damit komme ich dann mit einem großen Holz auch neben dem Arm der Dekupiersäge vorbei, so dass ich dann, wenn ich nicht fluchtgerade säge mit dem herkömmlichen Sägeblatt eines deutschen Herstellers, ich habe jetzt mehrere deutsche Hersteller hier, 2 um genauer zu sein, sagen, und da kann ich mir dann was aussuchen, was dann qualitativ doch noch gut sägt, aber halt diesen Nachteil hat, dass es nicht fluchtgerade sägt. Und das wird mir dann nützlich sein, wie schon erwähnt, dass ich dann 1 Meter langes Holzstück in einem Schwung durchsäge. Ich zeige noch ein bisschen die Aufgaben an dem Tisch drauf, und dann könnt ihr erkennen, was ich so alles machen möchte. Ich werde natürlich nur den Rohbau quasi erstellen. Das heißt, den Griff samt Klinge und das Stichblatt, und das Stichblatt, das werde ich dann noch mit der Dekupiersäge feinsägen. Da sind noch so in Tarsin ähnliche Ausschnitte, also ganz kleine Muster, nicht in Tarsin ähnliche Ausschnitte, sondern es ist ein, ja, wir schauen mal. Also seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen. Also hier auf diesem Blatt, das ist jetzt eine Kopie von einer Zeichnung, die die Freundin von Mia Cosplay Germany hat, diese Zeichnung ganz toll erstellt, mit ganz vielen Details. Hier ist auch die Katana-Scheide, Katana selber mit den Klingenzwinge und Griffzwinge und dann das Stichblatt. Und danach habe ich dann auch so ein bisschen nochmal alles neu gezeichnet. Hier zum Beispiel das Katana in ganzer Länge. Das ist allerdings 954 mm hier in meiner Zeichnung. Also 1 Meter soll sie in etwa lang sein. Und so sieht das dann aus. Leicht gebogen. Hier geht es gerade los und dann mit einer leichten Biegung. Und dann hat es noch einen Schliff auf der rechten Seite quasi. So ein Anschliff, ein einseitiger Schliff. Das Stichblatt hatte ich hier jetzt vergrößert. Und das habe ich dann auch neu gezeichnet, so dass dann da 3 Schichten sind, 2 auf jeder Seite, und mittlere ist dann durchgehend, und so entsteht so eine reliefartige Konstellation. Ja, die Griffumwicklung und sonstiges, das überlasse ich dann der Bekannten, dass sie da macht. Ich mache nur den Rohbau, und also das war schon mal die Kurzvorstellung zu diesem einen Projekt. Werdet ihr demnächst sehen, die Anfertigung der
Katana und in einem zweiten Video vielleicht noch die Anfertigung des Stichblattes. Also, bis dann. Seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. Nachtrag. Das ist die Zeichnung in Originalgröße. Wir haben hier den Griff. Da geht es dann weiter. Als Referenzpunkte habe ich dann hier den Griff wieder. Und die nächsten Referenzpunkte sind meine E-Mail-Adresse quasi, die ich dann hier wieder aufgreife. Und das ist dann die Spitze. Also 1, 2, 3 Teile sind hier, die dann zum Zuschneiden, Aufkleben aufs Holz und zum Zusäge sind.